Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Raps-Play-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr das hier lange sehen dürft, aber ich habe gerade eben eine Nachricht gelesen, dass man das Spiel gar nicht aufnehmen darf. Ist ein bisschen schade, aber wir öffnen mal so eine Kartenpackung. Packung öffnen. Alle aufdecken. So, was haben wir denn hier? Ja, nehme ich mal an. So. Wir gehen mal zurück. Profil. Helden. Das sind die Helden. Spielen. Profil. Shop. Kartenpackung. Münzen kaufen. Wenn ich jetzt auf Howitzer gehe. Nun, das sollte ich wohl. Meisterung. Man kann verschiedene Sachen meistern. Hier sind die Fähigkeiten. Skins gibt es noch nicht. Aber wo kann man denn hier die Karten reinmachen? Profil, Helden, Decks. Ah, Deckersteller wird bei Paragon 5 aktiviert. Kartenpackung, da braucht man Geld für. Das kann man sich hier erspielen. EP-Stärkung 3 Tage. EP-Stärkung 3 Tage. Gründerpackung. Okay, Schübe. Schübe kann man sich erspielen. Home. Alpha-Forum und Einführung. Gameplay-Tipps. Intro to Paragon. Sollen wir das mal gucken? Oh, how Welcome to play. Welcome to Paragon. Paragon is a MOBA. In MOBAs, two teams of 5 players compete on a 3-lane map to destroy the enemy's base, call them without friendly minions to absorb their damage. Stay alive. Okay, komm, wir gucken es mal ganz. Two teams of 5 players compete on a 3-lane map to destroy the enemy's base, called the core. Your goal is to win the game as a team rather than get the most kills. Before a match, each player chooses a hero with unique abilities to form a balanced team. As you kill enemy minions and heroes, you'll level up, allowing you to upgrade your hero's abilities and buy cards to become more powerful and effective in the fight. When you play, stay with your waves of friendly minions that spawn in your base and move up the lanes toward the enemy's core. Along the way, you'll encounter enemy towers that need to be destroyed. Watch out! Enemy towers are dangerous. Don't attack them without friendly minions to absorb their damage. Stay alive, use your head, know your range, and play smart. Go back to base to heal and buy cards. Stay behind your minions, watch out for enemy towers, and play as a team. At the start, don't worry about wins or losses. Focus on growing your skills, mastering your hero, and working together. After a few games, you'll understand the basics and be on your way to being a champion. Check out our other Paragon videos for more tips on how to play and win. Nicer Scheiß, wisst ihr Bescheid. So, machen wir mal noch die Gameplay-Tipps hier. Wie lange geht das denn? Oh, 4 Minuten. What's up everyone? It's me, Zeke, and I'd like to welcome you to Paragon. Paragon is a MOBA. And in MOBAs, there's a lot to learn. So we wanted to give you a top 8 list of things to remember when playing. First up, push your lane. In Paragon, to win, you have to take out the enemy core. To do so, your team will have to clear one or more lanes of its towers. There are 3 lanes, left, right, and middle, each with enemy towers and waves of minions. Players start at their own base and should pick a lane, working to clear it by killing minions and taking out the enemy towers. You can move between lanes, but if you leave your lane for long, the enemy has a chance to destroy your towers. Second, towers are important and powerful. The enemy towers need to be destroyed, and your towers need to be protected. Towers are really powerful and can kill you quickly, so let your minions attack first. If you attack an enemy beneath their tower will attack you, so be very careful not to hit enemies while in their tower range. Use your own towers wisely when you need protection from enemy heroes. Which brings us to our next point, let your minions do the work. Early in the game, stay behind your minions and let them take the brunt of the attacks. This is especially true when attacking enemy towers, which generally target the minions before targeting you. When clearing out enemy minions in your lane, focus on last hitting the enemy minions to level up faster and earn more points to buy cards. Fourth, always upgrade. At the start of each game, all players are relatively weak. As you play the match and kill enemy minions, heroes, and towers, you'll gain experience to start leveling up your abilities and equipping new cards. Look for the indicator on the HUD to let you know which abilities you can level up at any given time. Fifth, know your range. Paragon is a MOBA, not a shooter, and your weapons have limited range. An easy way to tell whether or not an enemy is within range is your reticle.
If your reticle turns red, it means you're in range to hit them with your basic attack. If your reticle is not red, then your basic attacks are not hitting a target. Sixth, stay alive. It's okay to run away. If you're outnumbered or really low on health, get out of there. You don't want to take a fight that you can't win. When in doubt, disengage. As the game progresses, respawn times will get longer and longer. So dying just feeds the enemy a lot of experience, making them more and more powerful. Getting a kill isn't always worth it if there's a good chance you might die. Always keep an eye on your minimap to be aware of enemy movement. Seventh, speed up with travel mode. If you're looking to get somewhere quickly, use travel mode. You'll see a blue aura appear around your character, and after a few seconds, your camera will push in. While in travel mode, you'll move much faster, but it's not for use in combat. Taking damage will cause you to be rooted in place and could leave you in a bad spot, so be super careful when using travel mode. And finally, get the right cards. Equipping cards is the key to your success and can only be done at the base. At the start of the game, always equip a health and mana potion. They're incredibly useful. They each come with charges that automatically refill themselves whenever you go back to base. During the game, equip more cards every time you go back to base. And don't forget to upgrade your cards. And that's a top 8 things to remember in Paragon. There's a lot to see and different heroes to play, so don't forget to explore. The key to victory in Paragon is teamwork, so coordinating with your team is the best way for success. Check out our YouTube page for videos detailing other gameplay aspects as well as cool gameplay videos. Good luck, have fun, and welcome to Paragon. Welcome to Paragon. Also, wisst ihr Bescheid? Ich würde sagen, wir zocken eine Runde. Und ich würde mal alle Helden mal ausprobieren. Kommen wir nehmen mal Decker. Decker, Decker. Coop gegen KI, Solo gegen KI. Oder sollen wir beim Howitzer bleiben? Na ja, komm, wir probieren mal was auf hier. Coop gegen KI. Spielen wir mal. Wir probieren die mal aus. Und dann schauen wir mal, was da alles so dazukommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Sollte ich diese Folge hier nicht auf YouTube stellen dürfen, also ihr seht es ja jetzt auf YouTube, dann werde ich die speichern und dann hochladen, wenn man es darf. Also es kann dann sein, dass ihr vielleicht in einem, weiß ich nicht, in ein paar Monaten dann hier diese alten Folgen dann seht. Aber dann habe ich sie auf jeden Fall nicht umsonst aufgenommen. Deswegen habt da ein bisschen Nachsicht. Denn wäre ja schade, wenn ich sie vergeuden würde, oder? Sehe ich auch so. Gut. Ja, geht's hier mal los. Ich bin jetzt hier diese komische Alte. Spieler wurde angenommen. Barkspawn ist dem Team beigetreten. Barkspawn, Evil Raziel, Aggressor TM und wird gesucht. Anscheinend kommen ja auch nicht dieselben Helden. Der sieht irgendwie crazy aus, hier der Typ mit den zwei Guns. Und der sieht noch craziger aus. Der erinnert mich ein bisschen an diesen weißen Affen, dieser Affenroboter von Overwatch. Wisst ihr, wen ich meine? Ich hab, weiß nicht, wie der heißt. Ich habe Overwatch noch nie gespielt. Ach du Scheiße. Oder die erinnern mich ein bisschen an die von E-Wolf. Da kann man, die Charaktere sahen auch so ähnlich. Spielgrundlagen. Gut, ich muss jetzt mal gucken. Kartenshop öffnen geht auf G. Aha, guck mal, jetzt weiß ich es auch. Team kommt, Punktanzeige, Tab, Chat-Eingabe, die Eingabetaste, Alt-Z, verspotten, Umschalt-Reisemodus, SCRG links oder Escape, Fähigkeitsabbruch, Fähigkeit aufwerten ist SCRG plus Fähigkeitstaste, okay, Leertaste springen, bla 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 bla, Kartenslot 1, 2, 3, 4, Kartenshop öffnen. Gut, also mit G kann man den Kartenshop öffnen, das ist ja schon mal gut zu wissen. Habe ich in der letzten Folge nicht gemacht. Machen wir diese Folge aber. Man lernt ja stetig dazu. Also ich finde, das Spiel ist ein bisschen langsam. Man sieht es aber auch in allen... Starterdeck. Hab ich die? Ist es hier mein Starterdeck? So, Mana und Heildings. Ein Kartenpunkt. Wie viele Kartenpunkte habe ich denn? Einen Kartenpunkt habe ich noch. Aha. Schlüssel des Sammlers, einzigartig passiv, wird an der Basis aufgeladen. Platzierungszeit für Sammler, was kann der denn? Weiß ich nicht. Schutztotem,
Pendel des Fürsten. Minions are spawning. Passiv, Universal. 6 Sekunden lang Platzierungszeit für Sammler. Keine Ahnung. Los geht's. So, ich bin jetzt die Alte. Ich bin jetzt hier im... Keine Ahnung. Sollen wir in die Mitte gehen oder gehen wir nach rechts? Wir gehen einfach mal in die Middle Lane. So. Ich werte einfach mal Q auf. Wir fangen mal links an und gucken mal alle Fähigkeiten an, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Auf 1, 2, 3, 4 kann ich Karten einsetzen. Also 1 ist Mana, 2 ist Heal. Ihr wisst Bescheid. So, ich travel hier übelst im Travel-Mode. So, da ist der Red Murdoch. Der hat Angst. Der hat Angst vor mir. Alter. Hau ab. Wow, nice erwischt. Oh, oh. Ich bin in Danger. So, ich drücke jetzt mal die 2. Jetzt haben wir einen Heal Potion. Und es heilt mich langsam. Red Murdoch heilt sich aber auch langsam. Wo sehe ich denn, wie lange das hält? Man weiß es nicht. Es läuft auf jeden Fall noch. So. Ah, aua. Und... Alter, der hat gesessen. 50 EP. Geld muss man auch sammeln gehen. Das ist ein bisschen... bisschen mies. So, ich drück nochmal die 2. Alter, der macht gut Schaden, der Kerl, ey. Levelaufstieg. So, dann gucken wir mal Skill Nummer 2 auf E. Oh nein, nicht getroffen. Fuck, 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 fuck. Komm, wir gucken mal, was es auf E so gibt. Was ist das? Ein Kraftfeld. Ah, das Kraftfeld explodiert nach einer Zeit. Alles klar, und macht dann guten Schaden. Levelaufstieg. So, wir müssen hier das Geld einsammeln. Die dunklen Kugeln sind wohl die von den Gegnern. So, dann gucken wir mal, was auf der rechten Maustaste so ist. Komm, wir schießen das mal drauf. Ach, da kann ich sehr hoch springen. Okay. Aber anscheinend muss man hier nicht den Last Hit treffen, sondern einfach nur die Kügelchen einsammeln. Ist ja auch eine coole Sache. So, Red Murdoch ist da vorne. Ich heile mich mal nochmal. Das ist eine miese Sache hier. Das ist eine miese Sache. Der soll abhauen. So. Links stehen meine Kartenpunkte. Ich habe 3 Kartenpunkte. Rechts stehen meine EP. Ich bin Stufe 3. So viel verstehe ich auch. Oh, jetzt kommen die Boys. So, ich drücke nochmal rechte Maustaste. Aber da kann ich nur sehr hoch springen. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Wow, Level up. Ich fand ja die Rakete bisher am besten. Deswegen werde ich die auch mal wieder leveln. Und dann machen wir mal E. So. So, ein bisschen Damage hier. Alter, das hat gut Schaden gemacht. So, einer nach dem anderen tot hier. Zack, der auch tot. Der auch tot. Wow, der bounced ja auf dem Boden. Das ist cool. Das ist sehr geil. Aua. Aua. So, komm, den erwische ich jetzt. Nein, der läuft weg. Fuck, und die Minions hauen mich. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Kann man sich irgendwie wieder zurück teleportieren? Gibt es hier so einen Portalstein, nenne ich ihn jetzt mal? Ich muss mir hier das Zeug einsammeln. Skill rises. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal R. So, wir sammeln die Dinger ein hier. Machen mal E hier auf die ganzen Typen. Und fließen da mal so einen Ball rein. Fuck. Ich hoffe, mich kommt jetzt hier keiner überraschen. Das wäre sehr überraschend. So. Jetzt können wir den Turm ein bisschen angreifen. So, auf den Turm, auf den Turm. Okay. Okay, ich bin außerhalb der Range vom Turm.
Bäm! So. Langsam, aber sicher regenerieren sich meine Leben. Ich könnte mal kurz ein bisschen Mana einsammeln. Beziehungsweise den Trank nehmen dafür. 12 EP. EP, EP, EP. Also ich glaube, man... Wenn man die Gegner killt, dann kriegt... Ne, man kriegt auch so EP. Oh, fuck. Haust du ab? Und jetzt Minions drauf! Warum gehen die Minions nicht drauf? Wo ist denn der vorhin? Wow! Wie kann der sich denn wieder voll heilen? Der hat sie nicht mehr alle. Travel-Modus. Ab dafür. Zurück zur Base. So, was machen wir denn hier? Machen wir mal der Sprung. Was macht denn der Sprung? Rechte Maustaste. Da unten rechts. Raketenstiefel. Gezielter Sprung. Der macht verbündeten Unfall für 3 Sekunden lang. Ach, der macht Geschwindigkeit. Ich bin ja für die Rakete hier. So. Wo kriege ich denn hier Leben? Muss ich hier ganz nach oben gehen? Ah, hier kriege ich Leben. Okay. Ich würde mir gerne was kaufen. Was denn? Ist jetzt die Frage. Aufwertung? Zeit. Verringerte Abklingzeit. Zaubern. Energieschaden. Machen wir mal das hier. Kann ich das irgendwie... Was muss ich denn machen, um das zu bekommen? Mach das mal hier. Einzigartig passiv. Gewährte Verbündete Lebensregeneration. Okay, passiv, passiv. Was haben wir denn noch? Voll aufgewerteter Bonus, verringerte Abklingzeit. Ist eigentlich auch ganz geil. Energieschaden, maximal Leben. Auch nicht verkehrt. Kostet 3 Punkte. Wie viel habe ich denn noch? Einen. Nur noch 1 Punkt. Okay, gehen wir mal zurück. Okay, ab in die Middle Lane wieder. Machen da Stress. Cool, dass die Gegner auch überall angezeigt werden. Das sind wahrscheinlich auch nur die sichtbaren Gegner. So, 2 passive Fähigkeiten, das seht ihr da. 1, 2, 3, 4, okay. Also man kann 4 aktive, 2 passive Fähigkeiten nutzen. Ich habe jetzt mal die Raketen, die Lebensregeneration genommen. Der hat sich einfach wieder verpisst, der Kerl. Dann nimm das. Hau ab. So, ich lasse den Kerl erstmal ein bisschen in Ruhe. Da kommt einer angerannt. Alter, das macht Schaden. So, was machen die Boys? Hat er den eingefangen? Ja, ich hab ihn erwischt. Der ist down, der ist sowas von down. Der ist down. So, was machen wir hier mit dem? Bam! Sehr nice. Okay, weiter geht's. So, die müssen wir jetzt erstmal kaputt kriegen hier. Ey, dieser Typ da mit den weißen Fäusten, der geht ja richtig ab. Aber ich fand den Howitzer bisher cooler. Oh oh, ich krieg hier gleich auf die Schnauze vom Turm. Yeah! Der ist down und der Turm geht auch down. Woohoo! Gut gemacht. So, ihr kleinen Minion-Boys. Ich pimp mal eh. So, was mit dem Boy da oben? Ich hab keine Ahnung. 47. Der Howitzer hat auch mehr Schaden gemacht. So, einmal mein Blobbel drauf. Und hier, das auf die Gegner. So, ich nutze einfach mal... Scheiße. Ich nutze einfach mal die R-Attacke. Und zauber mal hier so ein Ding. Ah, nice. Der ist gefangen. Der ist gefangen. Man kann nicht rein, man kann aber reinschießen. Fuck, jetzt krieg ich auf die Fresse. Nein, ich hab's zu spät gesehen. Oh, ich hätte auf die Leben achten sollen. Leute, ich hab nicht drauf geguckt. So, wir gucken mal hier dem Gorilla hier zu. Ach du Scheiße. Okay, der kann eine Wand aufmachen, wo man durchgehen kann. Aber anscheinend bekommt man Schaden, wenn man da durchgeht. Mhm. Ist aber auch ein Nahkämpfer, also... Das sieht schon übel aus. So, wer ist denn noch hier?
Der Fernkämpfer-Boy, der so aussieht wie von Dingens. So, wie viele Punkte habe ich denn? 7. Was kann man denn hier machen? Energieschaden. So, was kann man denn hier? Kann man dann entfernen. Kann man den nochmal kaufen? Leer. Passiv, Mana. Aha. Kann ich den noch kaufen hier? Schutztotem des Speers. Aufwertung. Enemy Tower destroyed. Leben plus 2, gewöhnlich. Aber wenn ich das anklicke, warum kann ich es nicht nutzen? Wenn ich jetzt was drücke, ich drück mal 3. Aha. Und jetzt? Lädt irgendwas. Keine Ahnung. So, 3 Kartenpunkte. Ja, okay. Lassen wir es erstmal so. Ich habe jetzt die 3. Da kann ich aber nichts drücken, wenn ich jetzt die 3 drücke. Da schreibt irgendjemand was Russisches. Good to know. So. Barkspawn läuft da unten lang. Da hinten ist Red Murdoch noch. Oh, 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 oh. Alter. Warum kriege ich so viel Cap? Alter, jetzt habe ich 12 Kartenpunkte bekommen. Heiliger Greg Junk. Sollen wir den mal hier von der Seite überraschen? Auf dem Weg, sagt er. Das weiß ich noch gar nicht, wie man das macht hier. Komm, wir gehen mal hier hoch. Benötige Hilfe. Oh, da kommt noch jemand. Wow, 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 wow. Und er. Alter, ich krieg auf die Fresse. Ich stehe ja voll in den Creeps drin. Komm, lass mal lieber rausgehen. Geh mal lieber da raus, Typ. Da sind viel zu viele. Ja! Der ist down. So. Auf die Creeps. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, das macht Schaden, was der Typ da macht. Das macht echt Schaden. Aber so soll es ja auch sein. So, ich nehme mal einen Heiltrank. Und meine Power grows. So, jetzt pushen wir mal ein bisschen Delay. Boah, macht der Schaden. 15 Punkte habe ich. So, hier war mal, was war auch immer mal hier. Hier war mal ein Turm. Gehe ich mal von aus. Aua, nein, hier liegt eine Falle. Schön, dass mir das auch jemand sagt. Okay, rote, orangene Kreise sind Fallen. Da gehe ich nicht mehr rein. So, was ist mit dem da? Aufpassen. Und jetzt drauf. Nimm das. Ach, das macht einen ganz, ganz kurzen Stun. Türbogen, Tussi. Au. Au. So, verschwindet. Ich würde ja gerne mal ein bisschen mehr, ein bisschen schneller schießen oder so. Ich schieße so langsam. Alter, haut ab. Wie bei Sonnenbrand. Wow. Und. So, Mana-Trank. Levelaufstieg. So, was ist mit der Schlampe da hinten? Okay, ich werte mal Q auf. Und das werde ich jetzt hier gleich brauchen. Und zwar, um wieder alle zu treffen. So, jetzt drauf hier. Gleich tot. Aber die auch. So, Heiltrank. Weg da mit dir. Weg da mit dir.
Das heilt aber nicht so viel, der Heiltrank. Oh, da ist der Typ mit dem Arm auf dem Rücken. Oder ist das eine Frau? Okay. So, ein bisschen Damage an den Typen. Heiliger, was war das denn? Wow! Wie geht das denn, Junge? Verheerende Schaden. Bretton Murdoch, verheerende Explosion. Alter, 392,7 Schaden mit einem Treffer. Das ist ja ein Drittel meiner Leben und der hat mich direkt weggepustet. Davor hat er schon mal 160 Schaden gemacht. Mit zwei Treffern. Schrotschuss und verheerende Explosion. War nicht verkehrt. So, was kann der denn hier? Man weiß es nicht so genau. Okay, so, ich bin back im Game. Was kann ich denn hier... Alle Karten. Zeit. Ich will immer Aufwertung hier. Was kann ich denn hier machen? Größeres Leben? Mach das doch mal hier. Das mal auf 5. Kann man da Karten aufwerten? Was muss ich denn hier machen? Defensiv. Das sind meine Kartenpunkte. 4 von 15. Oder wenn ich das auf die 4 mache? Irgendwie geht das hier nicht. Das auf die 4 mache? So, wie viel habe ich denn jetzt noch? 15. Ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. Beziehungszeit für Sammler, Stab der Härte. Halbe des Zeitmagiers. Ja, mache ich auf die 4. Okay, nur dann. Ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie diese Aufwertung funktioniert. Wisst ihr das? So, ich gehe mal nach rechts. Es war aber ganz schön lang unterwegs, wenn man hier zu Fuß läuft, oder? Krasser Scheiß. So, der eine ist da fast am Dien. So, wo läuft denn der hin? Der Red Rampage. Kann ich den erwischen? Alter! Wo kommt der denn her? So drauf! Oh, da ist noch einer neben dir, pass auf! Ja, was machst du jetzt, hä? Jetzt, wenn du nach hinten gehst, bist du tot! Immer drauf, immer drauf. Komm, 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 komm. Und? Schon wieder erwischt? Der ist gleich tot. Ja, wir haben ihn. Sehr schön gemacht. Und jetzt haben wir eine Riesenarmee, Leute. Jetzt haben wir eine Riesenarmee. Da unten ist noch einer. Rampage. Bam, komm. Jawoll. Oh, der ist groß. Heiliger, der ist fett geworden, Leute. Der ist langsamer. Und da ist er down. Sehr gut gemacht, Leute. Sehr schön gemacht. So, was macht die da hinten? Wow! Ist auch tot. Ist auch tot. Oh, Leute, ich brauche Leben. Brauch Mana und Leben. So. Mana und Leben füllen sich beides auf. Okay, gut, dass ich das immer dabei habe. Ich weiß ja nicht, wie viel Prozent. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Ah, das geht. Ah, das bleibt trotzdem erhalten. Anders wie bei anderen Mobas. Alter. Mana niedrig. Knallen nochmal ab. Ich bin tot. Verdammte Scheiße, warum schießt ihr den nicht ab? Macht ihn doch mal fertig. Verbündeter zerstört. So, wenn ich jetzt hier in G bin, kann ich irgendwas kaufen. Pendel des Fürsten, Kosten 3.
Da unten sind so Slots. Was kann man mit diesen Slots machen? Wenn ich hier auf Aufwertung gehe, zaubern. Und ich das auf 3 mache. Ah, jetzt kann ich meine Items aufwerten damit. So, und Leben, mach mal hier noch drauf. Ah, guck mal, einer für Gegenstände und das ist für die Aufwertung. Oder doch nicht. 21, ah, die kann ich tragen wahrscheinlich. Zeit. Okay. Bin ich wieder da? Ich bin wieder da. Okay, dieses Match ist ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich möchte gerne das Match immer ganz in einer Folge lassen. Wäre ja sonst irgendwie blöd. So. Ein Team may fall. 21 Minuten. Und dann haben wir noch 4 Minuten oder 5 Minuten Video geguckt. So, wo können wir denn hin? Wo können wir denn hin? Was, wenn ich denn hier durchgehe? Hier sind Creeps. Aua! Hast du sie nicht mehr alle? Alter. Und, komm ich weg? Oh, holy moly. Die linke Strecke verteidigen. Bin an der... Oh, dann gehe ich mal zur linken Strecke. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Brauche erstmal ein bisschen Leben hier. Ist gar nicht so leicht diesmal. Letztes Mal war es irgendwie leichter. Aber diesmal sind die Kerle echt krass unterwegs. So, hier muss man sich auch erstmal zurechtfinden. So, was ist denn mit den Typen hier? Wollen wir die mal umnieten? Alpha-Content. So, jetzt habe ich hier irgendeine Zeit losgetreten. Was auch immer die Zeit hier so bewirkt. Aua! Wo kommt der denn her? Fuck! Wo ist er hin? Nicht getroffen, doch getroffen. Fuck, ich bin tot. Boah, der hat mich erwischt. Komm, mach ihn fertig. Nee, den will ich nicht zugucken. So, kriegt er den noch? Wo ist er denn? Kameramodus. Wo ist denn der hin? Der Typ ist weg. Komisch. Egal, der kämpft gegen Red Rampage hier. Aber dieser Red Murdoch, der gefällt mir, glaube ich. Ich bin ja gerade eher so ein Support-Hero. Deswegen sollte ich vielleicht nur bei meinen eigenen Leuten rumstehen. Die da gut mit reintanken können. Noch nicht vergebene Punkte einer. Egal, weiter geht's. Annihilation. Also die Grafik ist nice. Sieht gut aus, oder? Gefällt mir auf jeden Fall. Natürlich wäre es geil, wenn die verschiedene Maps hätten. Aber ich denke mal, in der Early Access Version wird es nur eine Map geben. Und zwar diese hier. Denn bis jetzt habe ich auch noch keine andere gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch nur eine. Bei vielen Spielen gibt es nur eine. Also bei vielen MOBA-Spielen. Alter, die sind aber sehr fett. Der Turm da hinten ist kaputt. So, dann gehen wir mal hier zu Red. Zwei sind nämlich ein bisschen angeschlagen. So, hier liegen ein paar Punkte rum. Jede Menge Cap, 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 Cap. So, die sind hart am Fighten. So, was mit dem Rampage hier? Kommt mir jemand helfen? Aua! Levelaufstieg. Weg hier. Und lauf! So, da kommen so ein paar Typen. Machen wir mal die Ulti ein bisschen stärker. Kann mir jemand helfen? Ah, da kommen sie. Verbündet das Spawn super untertan. Sehr geil. So, einer ist da, der andere kommt.
Jawoll! Sehr geil, Leute. Das war fett. Boah, wie wir die ausgeschaltet haben. So, dann geben wir mal Gas hier. Der eine Red Muriel ist am Entkommen. Den kriegen wir aber auch noch. Hoffe ich. Ja. Man weiß es nicht. Na, der kann auch sowas Ähnliches machen wie ich. Okay. Kriegt er den? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Turm, müsst ihr aufpassen. So. Ab auf den Turm. Alter, der macht ja eine Nova. So, wo ist der? Hoppen. Alter, der fetzt weg. Ah, der hat gesessen. 190 an beide. Boah, hier sind so viele Minions gerade. Was mit denen da hinten? Ich weiß nicht, wo ich drauf schießen soll. Hier auf den Rampage. Level auf die 12. So, jetzt drauf auf den Turm hier. Jawoll, wir haben gewonnen, Leute. Es geht doch. GG. Yo, Pamarillos. Hier steht's nämlich. Videos aufnehmen. Ah, man darf es nicht. Man darf es nicht. Schade. Gut. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim nächsten Held wieder. Und bis dahin würde ich sagen, stay pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.